Wir befinden uns auf der Breitenstraße, das heißt Köln, mit Köln interessanteste Einkaufsstraße. Ganz genau 720 Jahre ist der Bieresel auf dem Markt. 1297 wurde das erste Mal urkundlich erwähnt. Wir sind halt sehr breit gefächert aufgestellt. Wir haben eine klassische Brauhausküche mit verschiedenen Einflüssen der Jahreszeiten, aber sind auch ein traditionelles Muschelhaus. Wir machen bei unseren Produkten alle selber frisch noch jeden Tag, sei es das Kartoffelpüree, das Schnitzel, was frisch zubereitet wird, frischen Fisch, den wir jeden Tag geliefert bekommen, regionale Sachen, auch saisonale Produkte, jetzt in der Spargelzeit oder Pfifferlinge, bieten wir eigentlich viel an. Spezialität ist natürlich in der Muschelzeit unsere rheinischen Muscheln. Für viele Kölner ein absolutes Muss mit Zwiebeln, mit Gemüsestreifen. Aber es gibt auch einfach viele moderne Sachen auch für jüngere Leute. Spanische Art, die mit Jalapenos gemacht werden, Tomatensoße, Weißwein oder eben auch Muscheln Phil-Style, nach unserem Muschelkoch selber benannt, mit Dijon-Senf und Jalapenos. In der klassischen Brauhausküche haben wir wirklich eben den hausgemachten rheinischen Sauerbraten. Das Fett vom Öl, vom Anbraten, der Rotwein, das Tomatenmark, den ganzen Restaromen vom Fleisch werden die Farbe der Soße noch verändern. Der Rohrzucker gibt dem Ding noch eine schöne Farbe. Und dann macht der Sauerbraten den Rest eigentlich von alleine. Wir haben hausgemachte Reibekuchen über die Sommermonate, die wir täglich frisch anbieten, in vielen klassischen Varianten, sei es mit Rübenkraut, Kartoffelpüree, aber auch mit verschiedenen Beilagen wie Lachs, Rindertatar, Matthias-Tatar, und dann wird das eine sehr leckere Sache. Es geht mir einfach darum, dass wir ein freundliches Brauhaus sind, die Mitarbeiter jeden Tag mit Spaß und Liebe am Gast und an dem Produkt arbeiten. Der Gast soll zufrieden rausgehen und zufrieden vom Service und vom Essen sein und dadurch auch wiederkommen. Wenn man Bock hat auf die klassische kölsche Brauhausküche, sind wir eigentlich der richtige Ansprechpartner dafür.